Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen sollt und habt wieder Bock auf Revo? Fangt dann an, Revo zu zocken, wisst aber gar nicht, wo ihr hinlaufen sollt, irrt irgendwo umher, habt keinen Baum, habt keine Truhe bekommen und sterbt einfach als Erster? Wenn ja, ist dieses Tutorial genau richtig für euch, denn hier zeige ich euch eine Idee, wie man zum Beispiel so einen ganzen Spielmodus spielen könnte und wie man eine gute Strategie hat, um auch noch weit zu kommen und vielleicht noch lange zu überleben, sogar in 64er Runden. So, als allererstes lauft ihr los, sucht einen Baum und holt euch 6 mal Holz. Damit holt ihr euch eine Werkbank und Sticks und den Rest behaltet ihr erstmal. Also, beziehungsweise ihr holt euch noch ein Schwert. Gut, wenn ihr die 10 Essen besorgt habt, lauft ihr wieder zum Spawn. Und am Spawn lootet ihr dann die restlichen Truhen, die vorher noch freigelassen wurden. Danach stellt ihr euch einfach an dem Ort hin, wo ihr runterbauen wollt, und baut das Loch. Das Loch ist so zu sehen einfach nur 4 Blöcke breit und ihr baut euch immer runter, indem ihr in der Mitte seid. Das heißt, dann werdet ihr nicht, also wenn ihr sneakt, habt ihr keine Probleme und werdet auf jeden Fall nicht in die Tiefe fallen, auch nicht in Lava. Es geht alles gut. Natürlich müsst ihr trotzdem auf Lava aufpassen und ich beschleunige das Ganze hier mal. Vergesst nicht, oben zuzubauen, sonst habt ihr später ein Problem. Nehmt Eisen, was ihr findet, direkt mit, weil das könnt ihr sowieso später noch gebrauchen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir unten sind. Gut, jetzt wenn ihr unten seid, baut ihr euch erstmal so eine kleine Basis, fängt an, die ersten Strip-Mining-Gänge zu ziehen und ja, werdet auf jeden Fall eure Öfen und so alle platzieren, weil ihr habt ja jetzt genügend Steine, was später sowieso noch zum Vorteil hat. Und voilà, wie ihr seht in unserem Beispiel haben wir jetzt schon eine Höhle gefunden und können dadurch jetzt direkt Dias abbauen und haben auch schon Sachen und alles. Das ist natürlich nur der Idealfall, meistens landet ihr einfach im Nichts und müsst euch halt Gänge graben. Aber auch das ist kein Problem, weil ihr seid direkt auf der perfekten Höhe und werdet trotzdem nicht sofort gesniped sozusagen oder direkt getötet. Denn ihr habt einfach genügend Zeit, um euch zu equippen. Und falls jemand wirklich so dumm sein sollte, um euch zu folgen, dann muss es entweder ein sehr, sehr von sich überzeugter Mensch sein oder er springt einfach in den Tod, denn es ist viel zu tief und sich darunter zu bauen dauert es auch viel zu lange, wenn man kämpfen will. Und gut. Jetzt, da ihr die ersten Dinge erreicht habt, müsst ihr einfach nur noch weiter farmen und einfach sucht ihr euch Gänge. Und wie in dem Fall ist es ja eher ein bisschen Strip Mining, aber jetzt ist es ja eher Dias suchen. Aber ihr müsst einfach nur Gänge graben und Dias suchen, weil Dias sind das A und O. Und kommt drauf an, wie viel Dias ihr habt. Könnt ihr ein Zaubertuch machen oder es sein lassen. Ich würde es empfehlen, erst später auszusuchen, was ihr mit den Dias macht. Denn ihr wisst nie, wie viel Dias ihr findet, weil es kann mal gut sein, dass ihr auf einmal mal eine 7er Erz findet und dann ist es toll. Gut, weil wir uns aber trotzdem noch nach oben müssen, um vielleicht wieder Essen zu besorgen oder halt Goldäpfel wollen wir machen, werdet ihr jetzt eine Falle bauen. Die Falle müsstet ihr aus den Varro-Folgen von MC Expert kennen, weil sie ihn verfolgt. Wenn nicht, dann guckt noch mal ganz genau zu oder stoppt das Video mal hier oder spielt es langsam ab, um es zu verstehen. Ich versuche es ein bisschen zu zeigen. Es ist natürlich nicht ganz leicht, aber ich hoffe, ihr werdet es verstehen, wie das funktioniert. Und es geht einfach darum, dass es ein sehr, sehr tiefes Loch ist. Und dieses Loch ist einfach dann entweder der Tod an sich, aber bei unserer Tiefe ist es halt noch nicht so, denn es ist einfach zu tief, um 60 Meter nach unten zu gehen, denn das ist die ideale Flugbahn, um jemanden direkt zu töten. Und deswegen platziert ihr einfach Lava oder einen Lava-Eimer, also wie ihr es halt wollt, und könnt dann dadurch den Gegner direkt verbrennen lassen. Und der kann sich eigentlich nicht mehr befreien. Werde ich euch am Ende der kleinen Tutorials auch nochmal demonstrieren. So, wie ihr sehen könnt, braucht nicht so viel Redstone. Natürlich müsst ihr die Repeater besorgen und so, aber das könnt ihr alles nochmal separat nachlesen. Das dürfte ja nicht die große Sorge sein. Es ist auch komplett zu, das heißt, der Gegner wird es nicht ahnen. Und am besten werdet ihr euch noch, das haben wir hier vergessen, anstatt Bruchstein richtigen Stein nehmen, damit es auch gar nicht auffällt. Dann platziert ihr noch eine Druckplatte und lockt euren Gegner via Essen und Diamanten auf das Feld.
Das war natürlich nur Spaß. Aber wenn ihr das jetzt mal noch sehen wollt, werde ich das jetzt auch mal austesten. Und ja, ich finde dieses kleine Rebo-Tutorial eigentlich sehr, sehr praktisch. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ja, lasst doch mal eine Bewertung da oder schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann danke ich euch echt fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss.